Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Valheim. Es ist ein schöner Tag, sowohl im echten Leben als auch hier. Und es gibt mal wieder viel zu tun, wir kennen das ja schon. Ich wollte trotzdem mir mal kurz einen Überblick verschaffen. Das hier können wir heute machen, da diese Proteste. Habe ich mir doch schon was überlegt, was recht simpel ist, wie wir das lösen. Einen Moment. So. Auch das gefällt mir wirklich gut. Und ja, ich weiß nicht, ich würde sagen, wir fangen wieder einmal mit der Feldarbeit an. Und sobald es Nacht wird, gehen wir wieder auf Wolfsjagd. Allerdings, ich werde tatsächlich, ich glaube, einmal werde ich das noch machen, dass ich das sozusagen komplett aufnehme mit dem Wolf. Aber ich muss wirklich sagen, wir waren ja schon so oft auf Wolfsjagd und ich würde es cutten. Ab der zweiten Nacht, wenn wir bei der ersten Nacht wieder nichts gefunden haben, werde ich ab der zweiten Nacht das einfach so cutten, dass ich ins Portal gehe, nach einem Wolf gucke und wenn da keiner ist, gehe ich sofort wieder raus. Also ihr werdet das dann so wahrnehmen, als wäre gar nichts passiert. Das müsste eigentlich fertig sein, oder? Hä? Müsste das nicht schon längst reif sein? Haben wir zu wenig gezockt? Scheinbar, ne? Wenn ich jetzt da anfange zu ernten, ist das hier bestimmt reif, oder? Ich probiere es einfach mal. Denn... Ach so, die sind auch noch gar nicht fertig. Oh. Okay. Ja, dann hat sich das erledigt. Dann können wir die Feldarbeit doch noch nicht machen. Auch der Honig ist noch nicht fertig. Was ist denn da los? Na gut. Stimmt, die letzte Aufnahme war ein bisschen kurz, ne? Da musste ich... Stimmt, da hatte ich eine Woche mal nichts aufgenommen, weil das war die Geburtstagswoche. Ich hatte Geburtstag, meine Freundin hatte Geburtstag und ich war außerdem auf einer großen Party. Und deswegen habe ich ein bisschen vorproduziert und hatte deswegen nicht so viel Zeit letztes Mal. Geht der jetzt zu mir? Ja, ne? Gut. Ja, er natürlich mal wieder. Was mache ich denn da mit dem Lox? Lass mich mal bitte in Ruhe. Dankeschön. Und du sowieso, Nemesis. Na komm! Ja, den würde ich eigentlich ganz gerne töten. Ah, da ist noch ein Vieh. Zwei sogar. Hui. So. Ah, da kommt auch noch ein Goblin. Mache ich den mit Pfeilen kaputt? Ja, ne? Ich glaube ja. Ups. Jetzt habe ich ein bisschen Unkraut kaputt gemacht, aber was soll's, das bisschen. Hauptsache, der greift das dann nicht an. Ich nehme mal meine guten Pfeile. Es dauert mir das zu lang. Na komm. Sehr gut. Ist egal, wo ich ihn treffe, ne? Auch wenn ich ihn im Kopf treffe, mache ich nicht mehr Schaden, oder? So. Und wir haben ja letztes Mal festgestellt, dass die Kante hier eigentlich auch zu dünn ist, ne? Der stand hier... Hat auf den Boden gesmashed und hier sind Sachen kaputt gegangen. Also muss ich eigentlich den Graben auch nochmal erweitern. Sollte ich das vielleicht tun? Wobei es mich eigentlich freut, dass ich so schnell rüberjumpen kann. Ehrlich gesagt. Ich glaube, ich lasse das vielleicht erstmal, oder? Weil das bisschen was verschütt geht. Ist jetzt auch nicht mehr so schlimm. So. Nochmal. Soll ich den letzten Rest hier mitmachen? Ja, ne? Oh, wir brauchen wieder Holzpfeile, habe ich gerade gesehen. Hui! Nein! So, bevor du deinen Smash auf den Boden machst, Vorsicht, dass nicht auch er uns noch sieht. Und er hat uns gesehen. Na gut. Dann müssen wir uns endlich um den auch noch kümmern, ne?
Wieso haben wir jetzt so viel Schaden gemacht? Das verstehe ich nicht. Nein! Da, das meine ich. Ne? Und jetzt hat er uns wertvolle Ressourcen kaputt gemacht. Hm, ja doch. Das ist eigentlich ein Argument, dass ich das echt erweitern muss. Da, wie viele Pflanzen er zerstört. Das kann ich nicht mit ansehen. Verdammt! Das sind alles wertvolle Möhren. Und wir brauchen sie. Also brauchen wir eigentlich nicht, ne? Aber ich will sie trotzdem haben. Aber das ist jetzt schon zum wiederholten Mal passiert. Ey, hör mal auf damit! Verdammt! Mein schönes Beet! Ach, ich habe jetzt die ganze Zeit die Holzpfeile genommen. Trotzdem hat der erste Pfeil so viel Schaden gemacht. Interessant. Stirbt er im Gift? Ja. Oh Mann. Oh, was ist denn hier los? Da kamen immer diese Geräusche her, ne? Interessant. Ja, ich glaube, ich erweitere das hier mal, oder? Ich nehme die Spitzhacke zur Hand. So. Muss allerdings aufpassen, dass ich das hier nicht versehentlich weggrab. Ich mach mal... So. Reicht das? Sollte passen, ne? So. Nice. Und sobald Nacht ist, gehe ich dann wieder auf Wolfsjagd. Ups. So. Solange wir nicht nass sind, alles gut. Ah, hier ragt so ein Stein raus. Ich finde, das sieht immer richtig cool aus, weil das die gleiche Textur hat. Den würde ich auch ungern kaputt machen. Theoretisch hätten wir hier sogar eine Stelle, wie wir rausklettern können, oder? Vorsichtig, nicht kaputt machen. Ups, das wollte ich nicht. Verdammt, ich rutsche mal runter, ne? Ja, ich kann das leider nicht erwischen, wenn ich so mache. Ja. Diese Kante da ist jetzt gefährlich. Ich glaube, ich lasse die trotzdem, oder? Das sollte, glaube ich, noch passen. Und dann hier noch ein Stück weg. So. Und so. Sehr gut. Das gleiche nochmal hier hin. Ich glaube, nach hinten brauchen wir das nicht, ne? Sondern nur hier vorne, dort wo die Ebenen sind, würde ich sagen. So. Nice. Hier in diesem ollen Wasser, ey. Ja, aber ich halte das echt für eine sehr sinnvolle Sache, was wir hier machen. Wobei ich dann nicht mehr so easy rüberjumpen kann, ne? Sollte ich mir vielleicht dann so eine Art Steg machen oder so? Oder zum Beispiel hier so eine Sache so rüberhängen lassen? Hm. Ja, ne? Hier so diesen Vorsprung. So, in etwa. Noch einen nach hinten, ne? So. Ich gehe mal kurz nach oben und gucken, ob das hier... Ja, das sollte richtig sein. Huch! Wieder gelaggt. Gut. Machen wir so weiter. Sehr gut. Also ich könnte hier auch eine Brücke bauen, aber ich mag es nicht so gern, Konstruktionen zu haben, die Schaden nehmen können, ne? Also, weil dann, ihr habt ja hier die Blockse gesehen. Die können ja ganz schön ausrasten mit ihrem Schaden. Und die hauen da 3-4 Mal drauf und dann ist es kaputt. Wir müssen es wieder reparieren und so weiter. Reparieren. Und irgendwie ist das so... Weiß ich nicht. Es wird so umständlich. Dann nehme ich lieber hier diese Klippen. Wie diese... Hä?
Moment. Ach so, wir haben Mittag. Gut. Weil es so rot wird, ne? Rotes Sonnenlicht. Es wäre es abends. Dieses Lachen ist so dreist. So. Und hier noch. Reicht das oder noch ein Stück? Ich mach mal noch ein Stück. So. So. Sehr gut. Und ich würde das tatsächlich auch nur bei den drei Kanten, diese, diese und wo ich jetzt gerade Buddel mache, die da hinten würde ich nicht machen. Oh. Ein Speerwerfer. Dreist. Gut. Um dich muss ich mich mal kurz kümmern. Komm mal her. So. Schwarzmetallschrott. Gut. Gibt der auch Ruhe. Und die Spitzhacke ausgepackt. Und weiter gebuddelt. Macht schon Sinn, ne? Das hier so zu erweitern. Sollte ich hier auch so ein Rüberjump-Ding machen? Theoretisch da, wo die Mühle ist, ne? Weil da bauen wir sowieso kaum an. Eigentlich so gut wie nie. Oh, wir könnten was zu essen vertragen. So. Hier lasse ich den Übergang und buddel hier rein. Dann haben wir immer ein paar Optionen, doch wieder rüber zu jumpen. Weil ich finde das eigentlich ganz gut so. So. Nice. Fällt hier so ein Busch runter. Kann ja eigentlich bleiben. Warum nicht? Falls hier dann irgendein Pflanzenfresser reinfällt, hat er noch ein bisschen Nahrung. Das ist ja auch cool, ne? So einen eigenen Life Circle. Aber wozu? Wozu sollten die das hier wieder einbauen? So. Okay. Musikwechsel, aber es ist noch immer Tag. So. Aha. Ja, den kann ich eigentlich fällen. Na komm. Oh oh. Mach bitte nicht meine Sachen kaputt. Das war knapp. So. Nein, er hat da oben was kaputt gemacht, glaube ich. Solange es nicht einer meiner Bienenstöcke ist, ist es nicht so schlimm. So. Mhm. Finde ich super. Nice. Ich muss hier aber nicht noch einen Baum fällen oder so, ne? Ach ja, da hatte ich ja so einen Aufstieg gemacht. Wo nur wir raus können, die anderen Monster aber nicht, weil die nicht springen können. Finde ich ziemlich praktisch übrigens, dass man das so kontrollieren kann, dass nur wir fähig sind zu springen. So, Moment. So, ich roll das hier mal so runter. Hä, warum habe ich... Ach, die haben mich gestochen! Weil die Schaden bekommen haben, ne? Ja, dann repariere ich das mal. Repariere. Verdammt. Warum sage ich das immer falsch? Das heißt falsch, aber... Ich verschlucke das A dabei immer ein bisschen. Ist mir aufgefallen. Ich sage immer reparieren, statt reparieren. So. Wir könnten was essen, das stimmt. Ich schmeiß mir das hier mal rein. So. Ach ja, Korn. Müssen wir da auch wieder nachwerfen? Ein bisschen ist noch drin. Können wir eigentlich auch warten, bis das hier alles reif ist. Hier, die Möhren sind jetzt alle reif. Stimmt, das Getreide haben wir als letztes angebaut. Ich würde sagen, wo ist denn die Sonne? Ich sehe sie nicht. Ich gucke mal auch so ein bisschen so nach den Strahlen. Also wo es so durchscheint. Ist aber gerade schwer zu erkennen. Naja, gut. Was soll's. Hier Unkraut. Und das ist alles fertig, ne? Auch nicht.
dann warte ich noch. Interessant, die Möhren sind schneller fertig als... Ach, die sind gar nicht fertig. Ich rede Unsinn. Gut, ja, dann hat sich das erledigt. Ich nehme das hier auf und schmeiße es wieder hin, weil wir damit nicht durchs Portal können. Und, ich sehe gerade mal nach. Ja, wir brauchen Holzpfeile. Die hole ich sofort. So. Erstmal den ganzen Stuff einsortieren. Reptilien und Fisch. Zack. Fleisch. Auch Loks Fleisch haben wir wieder ein bisschen. Loks Fell. Hier hin. Harz. Direkt daneben. Stein direkt darunter. Holz direkt daneben. Und die Nadeln waren hier. Nice. Dann nehme ich mir mal ein bisschen Holz raus. Und mache uns Pfeile. Erstmal alles reparieren. Reparieren. Verdammt. So. Machen wir uns die vollen 100. Sehr gut. Und schmeißen das Holz wieder hinein. Die Musik hat sich geändert. Ist es Nacht geworden? Ja, ne? Ich glaube, wir sollten uns allmählich mal... könnten uns allmählich ins Gebirge begeben. Ich habe übrigens auch nochmal nachgeguckt, ob das, was wir davor haben, überhaupt richtig ist. Und nicht, dass er zum Beispiel irgendwie despawnt, während wir im Gebirge sind oder so. Aber scheinbar, so wie ich das machen will, funktioniert's. Hier hatte ich übrigens überlegt, können wir eigentlich so einen Geldhaufen auch noch mitten auf dem Tisch machen, oder? Ich glaube, das hätte was. Das mache ich mal eben. Ja, oder sollte ich mich... Ja doch, das mache ich eben noch. Wie viel brauchen wir dafür nochmal? 999. Genau einen ganzen Stack voll. Zack. Ich glaube nämlich, das sieht ganz cool aus. Das habe ich auch noch nie gesehen, dass hier diese Raben rumfliegen. Kinda cool, finde ich. Die Frage ist nur, wie wir das machen. Weil ich kann ja nicht richtig targeten, ne? So geht's. Sieht eigentlich ganz cool aus, ne? Muss ich nur irgendwie, dass die Münzen so... So. Und die Nacht hat begonnen. Oh, das sieht richtig nice aus so. Ja, ja, das gefällt mir. Nacht hat begonnen, auf geht's. Ach ja, Met, bevor ich da loslaufe. Ich habe gesehen, man sollte sich vorsichtshalber das mitnehmen und auch Ausdauertränke. Ich nehme mal die Hälfte vielleicht. So. Wir machen uns die auch nach oben. Reparieren nochmal. Huch. Hat gesaved. Und hier nochmal. Und das Werkzeug weg. Nice. Und hinauf, hinauf, hinauf. Und wie gesagt, ne, das ist jetzt die letzte Runde im Gebirge, die ich noch drin lasse. Weil mir ist nämlich aufgefallen, dass ich bei diesem Hin- und Hergerenne manchmal ins Labern komme. Und bei diesem Labern ich manchmal Themen anschneide, die ganz cool sind. Und deswegen würde ich tatsächlich das erst einmal... Also deswegen finde ich es gar nicht so schlecht, dass wir das machen. Dass das mit drin ist. Aber es nervt, oder? Allmählich.
wie oft waren wir hier schon? Ich habe aber in diesen ganzen Videos, die ich gesehen habe, genau das Gleiche erleben die anderen Spieler auch. Die brauchen Ewigkeiten, bis sie endlich einen finden. So. In dem einen Video habe ich gesehen übrigens, dass sie, also das war eine Spielerin, und die hatte festgelegte Spawnpunkte von Wölfen festgestellt. Haben die festgelegte Spawnpunkte? Weil was laufe ich dann die ganze Zeit so bescheuert hin und her? Bringt dann ja gar nichts, oder? Theoretisch müsste ich einfach nur bei einem Spot bleiben. So. Aber ich habe keine Ahnung. Also, ich bin immer überrascht davon. Ich zack dieses Spiel schon so lang, aber weiß trotzdem bei weitem nicht alles. Sehr faszinierend. Also, dass es immer wieder was Neues hier gibt, irgendwie. Und das Spiel ist noch nicht mal fertig, ne? Also, was Neues zu lernen gibt, meine ich damit.